Einen schönen guten Morgen zur zweiten Etappe unseres Marathon-Aufwärmprogramms hier auf ORF Sport Plus. Ich darf Sie ganz herzlich wieder im Park Royal Palace begrüßen, wo heute nach der Pressekonferenz der Herren gestern die Damen an der Reihe sind. Wir freuen uns besonders auf zwei österreichische Athletinnen, Eva Wutti und Katharina Zipser, genauso wie auf das internationale Elitefeld der Damen, allen voran die Vorjahressiegerin Nancy Kiprop, die heute hier der Presse Frage und Antwort stehen wird. Und damit wollen wir gleich hineinstarten in diesen Marathon. Ja, guten Morgen und herzlich willkommen. Ja, der Marathon besteht aus tausenden Geschichten, Zielen und Träumen bei den Veranstaltern, bei den Hobbyläufern, genauso wie bei den Spitzenläufern. Neben mir ist VCM-Organisationsleiter Gerhard Wehr. Danke fürs Kommen. Zwei Tage vor Beginn der Veranstaltung an vielen Ecken und Enden der Stadt wird gearbeitet. Kannst du uns einen kurzen Statusbericht geben, was passiert jetzt, was passiert heute und morgen im Laufe des Tages bei den Vorbereitungsarbeiten? Einen schönen guten Morgen. Wir sind sehr gut unterwegs. Es wird an vielen Stellen in der Stadt gearbeitet, im Speziellen natürlich im Zielbereich, der jetzt, was den Rathausplatz selbst betrifft, so gut wie fertiggestellt ist. Wir warten quasi jetzt gespannt auf heute Abend 20 Uhr. Die temporäre Sperre der Ringstraße wird da in Kraft treten, damit wir dann den Zieldom dorthin setzen können, wo wir ihn brauchen, nämlich genau auf die Ziellinie. Am Start werden die Aufbauten gerade gemacht, also da werden 2,5 Kilometer Gitter gerade aufgestellt bei laufendem Verkehr, nach einem ganz strengen Ablaufplan, aber alles läuft gut und wir sind zuversichtlich, dass wir den Zeitplan schön halten können. Ja, um diese Zeit vor einem Jahr hatten wir mit Schneefall zu kämpfen. Jetzt sieht es sehr viel gemütlicher, angenehmer und freundlicher aus. Welche Vorschau kannst du in Richtung Marathon Samstag und Sonntag geben? Ja, da gibt es natürlich zwei Teilbereiche. Es gibt den Teilbereich der Zuseher. Für die Zuseher ist es das fantastischste Wetter, was man sich nur wünschen kann. Wir werden tolle Bilder produzieren können. Für die Zuseher ist es angenehm, an der Strecke zu stehen. Für die Teilnehmer auf der anderen Seite sind warme Bedingungen natürlich eine Herausforderung. Aber unsere Teilnehmer sind erstens gut informiert über die Dinge, die sie einhalten müssen und beachten müssen an einem solchen Tag. Ja, Flüssigkeitsaufnahme, dafür sind wir gut vorbereitet. Die Verpflegstättenorganisation ist eine erfahrene Mannschaft, die sich einstellen kann auf diesen Tag. Man muss es auch nicht dramatisieren, es wird warm werden, ja, das wissen wir, aber mit entsprechender Vorbereitung und mit entsprechender Anpassung der Ziele, speziell im Hobbybereich, ist es auch durchaus möglich, einen schönen und guten Marathon am Sonntag bei etwas wärmeren Bedingungen durchzuführen. Ja, danke. Ich glaube, das ist auch das Motto. Mit Realismus und Zuversicht geht sowohl die Organisation in die nächsten Tage wie auch die Läuferinnen und Läufer. Gerhard Wehr, danke für diesen kurzen Ausblick. Ja, Mikro bitte ablegen, danke. Ja, heute stehen, wie schon gesagt, einige der Spitzenläuferinnen des 35. Wiener City Marathon im Mittelpunkt und wir wollen österreichische und internationale Athletinnen vorstellen, ihre Ziele, Persönlichkeiten und Herangehensweisen. Und ja, ich bitte das erste Duo heraus, gemeinsam mit Marc Milde. Please come to the front. Welcome to Vienna. Our defending champion from 2007, Nancy Kiprop. Welcome back to Vienna. And Nolene Conrad from South Africa. Welcome. Ja, es freut uns natürlich besonders, die Vorjahressiegerin wieder in Wien begrüßen zu dürfen. Marc Milde, vielleicht als generellen Ausblick auf das Frauenfeld bei den Männern, ist mit Dennis Kimetto ein Läufer am Start, der verständlicherweise sehr viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen wird. Wie schätzt du ein, wie kann sich das Frauenfeld in der Summe und mit den Leistungen in diesem Kontext in Szene setzen? Also ich glaube, das Frauenfeld ist sehr gut aufgestellt. Wir haben in den letzten Jahren noch nie so ein starkes Frauenfeld gehabt. Wenn ich jetzt sozusagen vorher bei normalen Bedingungen gesagt hätte, wo würde der Streckenrekord fallen, bei den Frauen oder bei den Männern, dann würde ich eigentlich eher auf das Frauenfeld setzen, weil wir dort eine ziemlich
große Anzahl von Spitzenathletinnen versammelt haben, die das Potenzial haben, die 2:23 auch zu erreichen und zu schlagen. Also von daher bin ich über das Frauenfeld sehr zufrieden. Natürlich wird das ein bisschen überstrahlt durch die Teilnahme von Dennis Kimetto, der natürlich den noch viel größeren Namen hat. Aber ansonsten, glaube ich, ist das Frauenfeld von der Dichte her und von der Möglichkeit, an einen Streckenrekord heranzulaufen, das Stärkere. Ja, das sind spannende Aussichten, Marc, und ich bitte dich, mit den Läuferinnen weiter zu besprechen, welche Ziele, Pläne und Vorhaben sie für Sonntag haben. Ja, ja, sehr gerne. Und ich glaube, es versteht sich, dass wir mit der Nancy anfangen, unserer Titelverteidigerin. Nancy, welcome back to Vienna. You're the defending champion. How does it feel to come back to Vienna after one year? Thank you very much. As you have heard, my name is Nancy. I want to thank the organization for inviting me once again to Vienna City Marathon. When I received the invitation, I was so happy and very delighted. I feel very good and I'm promising to deliver my best. Ich fragte Sie, ob Sie als Titelverteidigerin sich freut, hier nach Wien zurückzukommen und dass wir Sie natürlich hier herzlich willkommen heißen. Und da war sie auch sehr dankbar, dass sie vor einigen Monaten die Einladung von Seiten Wiens erhalten hat, zurückzukehren. Und darüber hat sie sich sehr gefreut und sie ist bereit, ihr Bestes zu geben. After last year's race, which was your big win in the marathon, you had some quite successful times. What happened in the last year? After Vienna last year, I ran Usti half marathon, which I also ran my PP. I ran 67:20, and I also went to Honolulu marathon, where I ran 2:29. I just wanted to go to Honolulu because I've been longing to run in America, and I've been struggling very hard. And when I get the offer to go there, I was so happy. Then I ran there. This year, I also ran in Venlo, which also I ran 67, which was also good for me, as it was my preparation for Vienna. Okay. Ja, ich fragte Sie, was Sie in dem vergangenen Jahr denn sportlich noch so getrieben hat. Und sie ist im September einen Halbmarathon in der Tschechei gelaufen, wo sie ihre Bestzeit auf 1:07:20 steigern konnte, was absolute Weltklasse ist. Und dann ist sie im Dezember, Anfang Dezember in Honolulu den Marathon gelaufen, also auf Hawaii. Und sie hatte sich schon immer gewünscht, in den USA einen Marathon zu laufen. Und das war für sie jetzt eine tolle Chance. Und dort ist sie gelaufen und sie ist eine 2:29 gelaufen. Und in der Vorbereitung jetzt auf den Vienna City Marathon ist sie noch in Venlo, hat dort auch einen Halbmarathon in den Niederlanden gewonnen, in einer 67er Zeit. Also man kann durchaus sagen, dass sie bereit ist für diesen Lauf. The marathon in Honolulu, you have, like you were always improving with your marathon races, running PB after PB, and now the race in Honolulu was a little bit tougher from the weather condition and you went a little bit down. So is that a sign for you to make a turnaround in Vienna again? For Honolulu, I can say that it wasn't an easy course. Also the weather was an hindering factor and that make me to run 2:29, but for here I want to make a turnaround and do something better. Ich fragte Sie also, in Ihrer Entwicklung in den letzten Jahren, gingen Sie von den Zeiten her nur nach oben oder nach unten, besser gesagt, dass es schneller wurde. Und in Honolulu ist sie aufgrund der schweren Bedingungen nur eine 2:29 gelaufen. Der Kurs ist da ziemlich wellig und natürlich sind die klimatischen Bedingungen auch etwas schwieriger da. You have been around for a long time, if I might say so. Your first international race was in 1996, I believe, the World Championships in cross country in South Africa. And do you still have plans for the future in running? For sure, I've been in the track for a long time. And I've been an average athlete. And as time goes,
My crop is going up, up, and I'm seeing that I'm focused, I'm looking forward, and I stay positive despite the age, and I can see that future is promising. Ja, also ich habe Sie so ein bisschen angespielt dafür, dass Sie ja schon seit 1996 international läuft, also einen Zeitraum von fast, also von über 20 Jahren. Und Sie sagt, dass wie auch im Vorgespräch, dass Sie eigentlich eher jünger wird als älter. Also da setzt Sie irgendwas aus. Vielleicht ist es auch noch eine andere Marktchance, mit Ihrem Geheimnis rauszukommen, wie man das erreicht, jünger zu werden. Und also Sie sieht die Zukunft aussichtsreich an und ja, freut sich auf die Jahre, die noch vor ihr liegen. You are also very active besides the sport of running. You do a lot of social things. You started a school project, you told us last year. Can you tell us a little bit more about that? Despite athletics, I've also been active. I have a family, a big family. Also, I have a school to run. Also have a small camp supporting younger athletes, at about 10 athletes, upcoming athletes. And tell us a little bit more about the school. You said that it opened this January, and how many kids are there? The school I've been planning for a long time, for about 5 years now. And I thank God this year I opened the school with 50 kids, young kids, whereby I have 4 classes, starting from 3 years to 7 years. And I have employed 4 teachers. And I also have 2 subordinate staff of corporate staff. That's very great to do this. And also ich habe Sie gefragt, nachdem Sie jetzt erfolgreiche Läuferin ist, hat sie uns im letzten Jahr ja auch erzählt, dass sie sozial engagiert ist, dass sie in ein Schulprojekt investiert, und dieses Schulprojekt ist jetzt gestartet. Circa 50 Schülerinnen und Schüler, dem Alter ab 3 Jahren, in 4 Klassen gehen da jetzt zur Schule. Und sie hat 4 Lehrer angestellt und 2 also Corporate Staff, also weitere Mitarbeiter, und um dieses Projekt am Laufen zu halten. Und ja, das finde ich ist eine tolle Geschichte. Und zudem hat sie auch noch die Möglichkeit, ein Camp für Nachwuchsläufer aufzubauen, wo sie ca. 10 Nachwuchsläufer betreut. Und das ist für sie halt auch eine Herzensangelegenheit, da natürlich weitere Leute zu fordern. Your plan for Sunday? Do you have something in mind? For Sunday, I'm planning to improve my performance from last year, and I'm really going for the course record, if God wishes. And die Frage, was ihr Plan für Sonntag ist, sie ist bereit auf den, also sie möchte gerne ihre Bestzeit verbessern, und wenn Gott auf ihrer Seite ist, dann will sie auch den Streckenrekord angreifen. Thank you. Fragen? Ja, gerne. René van Zee, bitte. I have a question. In 1996, it was very hot. You prefer hot weather? You had the 4th place there. You was before Edna Kiplagat. You like to run in hot weather? During that time, I was running as a junior in 1996. And at that time, even my mind was not, I was not thinking about the weather. I was running out of innocence, and I really ran good. And with more preparation, as you considered last, 1996 was a cross country. And a cross country is a short distance. But this one now we are talking about the marathon, which is a longer distance. And as per the distance, hot weather isn't so favoring for a marathon. So I prefer at least a normal weather, which is not hot, not very cold.
Die Frage war, ob das Wetter ein Faktor für Sie war, ob Sie 1996 Sie im warmen Wetter sehr erfolgreich gelaufen und hier in diesem Fall, dass der Vienna City Marathon auch warm werden könnte, würde Sie sich nicht unbedingt wünschen, Sie läuft lieber im normalen Wetter? Olaf Brockmann, bitte. A question to Nancy as well. Where did you prepare in Kenya for this marathon, and where is your school project exactly in Kenya? I normally train in high altitude, Iten, and that is the place where I've been training since I was a junior, for about 20 years down the line. That is the place I've never changed that place of training. And my school is situated in my homeland, my village, where I was born, in my father's place where I was born. The name of the school is called Nancy Cletus Academy. It is situated 2 kilometers away from Iten town. Iten. Yes, a village called Chesitek. Also die Frage war, wo sie trainiert und wo die Schule liegt in Kenia. Und sie trainiert in Iten ihr ganzes Leben lang schon, also als Athletin. Und die Schule liegt auch in der Nähe von Iten, 2 Kilometer außerhalb. Eine Frage noch, Gernot Bachler, bitte. Nancy, am I right to assume that if you would win again on Sunday, you would invest again the prize money for your school project? That is very important. Last year when I won, I hadn't opened the school. So when I won Vienna, I invested all the money to the school. And the school is still developing. It now started with 3 years to 7 years, and it is supposed to go up to 15 years of age. So I still have to invest more. Die Frage war, ob sie das Geld wieder, das sie hier beim Vienna City Marathon gewinnen kann, investieren würde in dieses Schulprojekt. Und da sagt sie ja, das würde sie unbedingt, da sie auch noch den älteren Kindern, die sie bis jetzt noch nicht abdecken kann, die Chance geben will. So we cross the fingers for your victory on Sunday. Dann kommen wir zur nächsten Athletin, die wir hier vorne sitzen haben. Die ist noch nicht ganz so groß aufgetreten im Marathonbereich. Ihre Bestzeit liegt bei 2:35, Nolien Conrad aus Südafrika. Aber sie hat eine sehr interessante Geschichte und deswegen wollten wir sie hier auch Ihnen vorstellen. Und ja, da steigen wir jetzt einfach in das Gespräch ein. Nolien, your A marathon PB is at the moment still at 2:35, which you probably hope to better at this year's race. You have been doing very successfully a half marathon, personal best at the World Championship in Valencia, 71 minutes, 25th place. So you're also on the way up. But despite your recent success in athletics, have you ever wanted to be an athlete? Was that always your dream when you were a small child growing up in Cape Town? Yes, firstly, Mark, I just want to thank the organization for having me here. It's an amazing opportunity, and I was very happy to hear that I got into Vienna Marathon. I'm excited to compete against a world-class field, and I know that I'll run a good time on Sunday. Because my preparations have gone very well. I mean, this year I went to Iten, Kenya, to go and train there for a month just to prepare for Commonwealth Games. But it so happens that Commonwealth Games didn't work out. And then I got the opportunity to compete at Vienna. They say that everything actually happens for a reason. So I'm excited to be here. It's an amazing city. It's beautiful. And just yesterday I went for a run in the Schönbrunn Park and Palace Park. And it was amazing. I couldn't help stop and stare at the beautiful view. So I'm very, very excited to be here. And my story is actually I had a different journey into running. Running saved my life. I was diagnosed with asthma, severe asthma, when I was 13 years old, and was in and out of hospitals. And at the age of 16, I had a near-death experience where I had an attack during the night and I almost didn't make it. The ambulance came just in time.
It's been a struggle. I was introduced to running by a school friend when the doctor told me that if I want to live past 21, then I need to start running again, or I need to start running or swimming to improve my lung capacity. And that's just what I did. I started cross country running. So I was introduced to cross country when I was 16 years old. And yes, it was a difficult road. It was before things actually got better, it got worse. At the end of my first cross-country season, I finally finished a 4K race. And I continued to run and train with a group. And the next year, I was on top. I was competing in the top three and ended up as a star athlete at my school. So obviously, discovering my hidden talent through my health issues. Okay, sounds excellent. Ich versuche es mal kurz zusammenzufassen. Die Frage war, sie ist, hat einen anderen Weg in den Sport gefunden. Sie hatte als Kind Asthmaanfälle, also ziemlich starkes Asthma, und hatte dort einen Anfall mit 13 oder 16 Jahren, an dem sie dann fast gestorben ist. Der Krankenwagen kam gerade noch rechtzeitig, und da sagte der, also sie kommt auch aus sehr ärmlichen Verhältnissen, kann ich vielleicht hier noch an der Stelle erwähnen, und der Arzt, der sie dann behandelte, sagt, wenn du älter als 21 werden willst, dann musst du dein Leben verändern, du musst Sport treiben, und da ist sie dann zum Laufen gekommen. Und bevor es dann besser wurde durch das Laufen, wurde es erstmal schlechter, aber sie ist da dran geblieben und ist in das Cross-Country-Team ihrer Schule gegangen und wurde dort hat sie sich hinten aufgehalten, wurde dann aber nach einem Jahr, hat sie in diesem Team war sie die Beste und ist damit zu einer Chance erhalten, durch das Laufen ihr Leben zu retten und auch eine neue Perspektive zu gewinnen. Ansonsten war sie jetzt in Vorbereitung auf die Commonwealth Games und hat dadurch auch in Iten für einen Monat trainiert in Kenia, wurde dann aber aus nicht richtig nachvollziehbaren Gründen aus dem Team genommen und freut sich jetzt, da einen Ersatz hier beim Vienna City Marathon gefunden zu haben, um hier dann zu zeigen, dass sie eigentlich die Chance gehabt haben sollte. Und sie war bisher begeistert von dem, was sie hier in Wien gesehen hat. Sie war im Schloss Schönbrunn im Park laufen und ist da öfter mal angehalten, um zu gucken, wie alles da toll aussieht. Running, you said, is now a big factor in your life, and you also were helped in Cape Town by some prominent running personalities. Can you explain a little bit about that? So I was actually teaching in Johannesburg, and I got an offer to join EnduroCAD, which is an academy, endurance academy, founded by Ilana Meyer. She's a silver medalist at the Barcelona Olympics. Also a previous world record holder in the half marathon. So I joined Ilana in Cape Town, where I'm living now, in Stellenbosch, helping her with the academy. I manage about 50 endurance athletes in all around South Africa. Yeah, and I work in the office closely with Ilana Meyer. She's also my mentor. Besides that, I also work with Cape Town Marathon. They also are IAAF Gold Label Marathon as well. Ja. Okay, ich habe sie noch gefragt, wer sie da unterstützt in Südafrika. Und sie sagte, nachdem sie eine Lehrerin in Johannesburg gewesen ist, hat sie den Ruf von Ilana Meyer, der ersten südafrikanischen Medaillengewinnerin, gefolgt und ist nach Johannesburg gekommen, nach Kapstadt, und lebt jetzt in Stellenbosch und kümmert sich dort um eine Laufnachwuchs- oder Ausdauersportnachwuchsakademie und hilft dort aus und auch in der Organisation vom Kapstadt-Marathon. South Africa has a long marathon tradition. Why did you change so late to the marathon? I mean, you've been running, you're also in the sport since 2006, I think. Yeah, I started off as a 3,000 meter steeplechase athlete, partly the 2,000 meter steeplechase record holder, and joined
for the 3,000 meter steeplechase. So I started with that event, and as I mentioned before, I started off with cross country running. So those were my type of events that I did, and then I moved later on into half marathons. So we actually believe that it's important that you stay on the track and cross country for as long as possible, and then go into road running. So a half marathon is actually my specialist distance, but we decided that for me to go to the 2020 Olympics, I need to move into the marathon distance, which I'm very new at the marathon, so my first two were not so good, the experiences were not so good. I struggled with my first two marathons. I mean, the first one was Hanover and the second one was Cape Town Marathon. I think my PBs there was, I started off with a 2:52 and then ran a 2:47. And then last year in Valencia, I ran a 2:35, which now I learned more about the marathon distance, and I know how to train for it and how to get my body ready for the marathon. So it's quite new, but I'm learning with each and every marathon distance. And so what you're aiming for? On Sunday? So my aim is obviously to better my personal best of last year, and I'm looking for something between 2:32 region, 2:32, 2:33. So I'll surprise myself if I go faster than that, but I do believe it's possible. Okay. Ja, also ich habe gefragt, also da Südafrika eine große Marathon-Tradition hat, warum sie relativ spät erst gewechselt hat zum Marathon. Und sie sagte, sie hat sich damals entschieden, halt den klassischen Weg zu gehen, wo man halt viel auf der Bahn läuft und Cross-Country macht. Und jetzt ist sie dann halt erst relativ spät gewechselt. Halbmarathon war ihre Spezialität. Und jetzt aber mit dem Ausblick auf die Olympischen Spiele 2020 in Tokio möchte sie halt sich im Marathon verbessern, hat da jetzt einige Erfahrungen gesammelt und lernt von Jahr zu Jahr. Und mit einer Zeit von 2:32, 2:33 denkt sie, das wäre ihr Ziel für den Sonntag. Wenn jetzt keine Fragen sind, oder René, gerne? Bitte. What can you learn from your coach? From my coach, he always tells me consistency is key. So I always asked him, when will I make the breakthrough? I mean, last year I struggled to win a race. Like, I was second all the time in South Africa. And then this year I've just been winning. So he's taught me that consistency is key. Consistent injury-free training. Die Frage war, was ist was der Trainer halt sagt oder als Merkmal ausgibt, und da sagt sie Durchhaltevermögen oder Konsistenz. Also man muss halt dranbleiben. Letztes Jahr ist sie immer nur Zweite geworden in Südafrika, und dieses Jahr hat sie viele Rennen gewonnen, und sie muss halt einfach consistent bleiben. What can you learn from your manager? My well-known runner in the past. Sorry? There was a well-known runner in the past, Elina Meyer. Yes. No, I learn a lot from her every single day. So she's an amazing inspiration. And she just, she teaches me a lot of things. I mean, like, in terms of, she tells me that it's not just running that's important, it's your career after sport, which is very important. I mean, you need to set yourself up so that if you can't run anymore, that at least you have a career for after sport. And that's what we're trying to teach the athletes in South Africa, because, I mean, you don't want to die a poor athlete. You need to have a life after sport. Die Frage war noch, was Sie von Ihrer Mentorin, Elana Meyer, selbst große Läuferin gewesen, lernt. Sie meint, sie lernt sehr viel von ihr, sie ist eine Inspiration für ihr, und dass es halt nicht nur darum geht, jetzt schnell zu laufen und dort alles zu investieren, sondern dass man halt auch weiterdenken muss, dass die Karriere als Läufer natürlich endlich ist und dass man dann auch vorbereitet sein muss auf das, was danach kommt. Gut, ich glaube, dann sind wir erstmal soweit und würden jetzt... Ja, ich glaube... Vielen Dank für die Antworten. Thank you very much for coming. Thank you very much for your answers. It was highly interesting, I think. All the best for Sunday, and we make a change. So please, if you go back to your seats, and I ask to the front Helen Tola and Fatuma Soda, please. And please come Tesfaye, a teacher, for translation. Yeah. Wir gehen weiter mit einem
mit einer Zweiergruppe an Top-Läuferinnen aus Äthiopien und beide haben schnellere Bestzeiten als die Vorjahressiegerin Marc. Ja, und deswegen ist auch der Grund, warum ich sagte, dass ich mir von dem Frauenfeld viel verspreche, dass ich denke, dass es sehr hochwertig besetzt ist in diesem Jahr. Und ja, wir fangen mit Helen Tola an, die zu meiner Rechten sitzt. Helen, you're 23 years old, so quite young for a marathon runner. And also, I think you started quite late with running. I did not find results only from the last 2-3 years. Why did you change, start at such a late time, it seems, and already move to the marathon? Helen, it's okay. Helen, kaum bei fit, kasos tamat bei fit minim alayum, utetishin alayum, yalafosos tamat bichan utetishin ayo, koitation is a yejammer shoe, waste lemon dino. ቆይቼ ሳይሆን አጭር ርቀት ነበረ አሁን በቅርብ ወደ ማራቶን የቀየርኩት ለዛ ነው ውጤት ያልታየ እንጂ አጭር ርቀት ነበረ አሁን በቅርብ ነው ማራቶን የጀመርኩ ለዛ ነው She said thank you everybody then before she starting with short distance just like 800 and 1500 so last 3 years from 2015 starting long distance that way. Okay. Ich sagte sie, also sie ist noch für eine Marathonläuferin sehr jung mit 23 Jahren und die internationalen Statistiken gaben keine Auskunft über ihre vorigen Ergebnisse und deswegen zielte meine Frage darauf ab, ob sie noch relativ frisch dabei ist. Aber sie sagte, dass sie schon mit 800 Metern und 1500 Metern angefangen hat in ihrer Jugend, also schon dort lange dabei ist. You ran 2:21:51 in Berlin for fourth place last year, and already 67 minutes this year in the Ruck half marathon. And so you have the fastest time in the field. Do you think you are the favorite? So Berlin ule sat ka andi ni ale sugin ule sat ka ule tam sand roch. Dubai demo sa andi sat ka sabat roch. Na ye majemara sa unesho ule ziu didir ye te shalish sa unesho yi bluno metayikish. Ye te shalish sa mala talche le mala kamhulum dit ndeta zagaje. Ani bist saat le marut ni metaut bist saat le marut alubiye asabal ye te shalish kabafitu. I can't say I'm favorite, but everybody he said he train well everything. I don't know sir, the date is, we'll see the date, but I can't say I'm favorite. Also nachdem sie in Berlin 2:22:51 gelaufen ist und in diesem Jahr schon 67 Minuten beim Halbmarathon, fragte ich sie, ob sie sich als die Favoritin ansieht für diesen Lauf. Und da hat sie den Ball zurückgespielt, dass sie erstmal hier viele andere starke Läuferinnen auf der Startliste gesehen hat und auch erstmal abwarten will, wie die Bedingungen am Wochenende sind. Und von daher will sie sich nicht von alleine ins Rampenlicht schieben. You are living somehow in a running family. Your husband, Tesfaye Itiche, has been a very strong runner also in the past, and he was running for Switzerland, and he's also your coach, right? Yes. And is this helpful in a relationship that your husband is also the coach, and how did you two meet? ተስፋይ ጋር እንደ ሰልጣኝም ነው እንደ ምስትም ነው ይሄ ምን ልረዳሽ ይችላል ይረዳሻል ወይ እንዴት ነው አሪፍ ነው ኮችም ነው ስፖርተኛም ስለነበረ በፊት ስለሚያውቅ ብዙ ለብዙ ነገር ያግዘኛል አሰልጣኝም ነው ባሌም ስለሆነ አሪፍ ነው ጥሩ ነገር She said, as a sportsman, he helped me morale, everything, even for many things. He supports me, so he helped a lot. Okay, das ist natürlich eine fiese Frage, wenn der Mann und Trainer übersetzen soll, wenn ich so direkte Fragen, intime Fragen stelle, aber
dafür bin ich leider bekannt. Und er sagt, oder sie, wir nehmen an, er sagt, dass das eine sehr gute Kombination ist, dass es sehr hilfreich ist, wenn man so eng verbunden ist und so gut auch das Training steuern kann. Und die Frage, wie sie zusammengekommen sind, haben sie jetzt umschifft, da will ich jetzt auch nicht weiter drauf nachhaken. And Tessari is a Swiss citizen, and since you are married, will you become also a Swiss citizen in the future? Tessari Swissawi no, nda nda tagabachu tulu wedefit Swiss mahon ma Swiss tonyalish hoy wedefit. ሆናል ብዬ አስባለሁ ስዊዝም ሆኜ ለነሱ እሮጣለሁ አሁን ኦሎምፒክ 2020 እንሮጥ ይመስለኛል ወረቀት ፓስፖርት ከሰጡ Yes, as we live in Swiss, so I'm living there. I want like to run for Swiss and future until 2008 maybe I try to run Olympic if I get passport in 2020. Okay. Ja, also dadurch, durch die Heirat mit Tessari und dass sie auch Zeit in der Schweiz verbringen, hofft sie, dass sie da auch eingebürgert werden kann, wenn sie Glück hat, auch vor 2020, vor den Olympischen Spielen. Fatuma Soda, Sado, is the next athlete we want to present to you. And die Fatuma, auf Deutsch vielleicht nochmal kurz, ist eine sehr erfahrene Athletin. Sie hat schon Marathonläufe in der ganzen Welt gewonnen und ist jetzt zum ersten Mal in Wien. Und in diese Richtung werde ich jetzt auch meine Frage stellen. Welcome to Vienna, Fatuma. And you have been running very successfully all over the world. You have been winning races in China, in India, in Africa, and in America, and in Europe. Is there a difference between marathon races in these different continents and countries? Do you see a difference? Fatuma, kwamba salam wadazi agar matash. Bizu alam Europe rotashal, China rotashal, America rotashal. Marathono chi italeyu nagarala chow italeyu na chow banchi amalakakat. ያ ቦታ ሁንደት ገራገሩማ ባየቀባ እና ቦታ ተኮት ሆ ይሆጅራት ቦታ ተኮቆር ጅራቱ ደንዳአ ቦታን ሁንዱዩ ተኮታው ህንደንደው አናፍ ሰሞ አካሱማ ፍግች ሁንዱዩ ገራገሩማ ናፍቃባ ካነት ቶልፋቱ ዮካነሞ ካናፍ ቀለሉስ ጅራ ሁንዱ ቦታ ሁንደት አኩማ ሃላ ቀለይሳትን ገራገሩማ ባየቀባ. She said yes. Said all of marathon is different. Some marathon is very cold weather. Somewhere is very hot. Somewhere is humidity. So all of them what I run is different. Okay, also die Frage wurde jetzt nicht ganz so beantwortet, wie ich mir vorgestellt habe. Es ging jetzt eher denn um das Wetter, dass es dort verschiedene Bedingungen jeweils sind in den verschiedenen Ländern. Aber dabei, denke ich, belassen wir es jetzt erstmal. You started your season very successfully with a marathon win in Xiamen in China, 2:26:41. And was there, since this was in January, did you have enough time to recover? And what is your goal for Sunday? ማራቶን የመጀመሪያ ማራቶን በጥሩ ውጤት አንደኛው ነሽ ቻይና አሸንፈሻል ከዛ በኋላ አቅም ኖሮሽ አቅምሽን ገነባሽ ወይ ለቬና ምን ይዘሽ ምን አቅም አለሽ ለሚቀጥለው እሁድ ተነጎዳ ማለት ነው አዎ ቻይና ላይ ያው ጥሩ ሩጫሮች አሉ ብዬ አስባለሁ እና እንደዛም ሀለጋሪ ፊግጅ ያዳ አቺ ሀማ አቺ ዴቤ አቺ ትቅለይ ስሳባ ኤሮባታ ኤ እና ቅለይ ስሳ ጥቆኑ ልፋታ ቱሬውን ተሮባታ ኤፍ አቺ ዴቤ ባኤ ብቁና ጋሪ ፍረዴ ዘራ ከናፋሞ ረቢ ሆጀድ እንሻላ ለጋሪን ቆጳይ ያዳ ያው She said, yes, when I'm running in China, it's raining, it's bad weather. So after that, I recover myself. So I'm prepared good for Sunday. If it's weather good, I try my best. Okay.
Die Frage, da sie dieses Jahr schon einen Marathon gewinnen konnte, in 2:26:41 in Xiamen, ob das für sie ein, ob sie genug Zeit hatte, sich dort zu erholen für den Vienna City Marathon, und sie sagte, ja, das sei ausreichend. Sie hat dort, es war schlechtes Wetter, also sie ist da nicht an ihre Grenzen gegangen, und wenn das Wetter gut ist, dann ist sie bereit, hier ein tolles Rennen zu liefern. Ja, Fragen an die Athletinnen von Ihrer Seite? Ja, ich glaube, dann können wir auch euch vielen Dank sagen. Thank you very much for coming. All the best for Sunday. Zwischendurch zur Auflockerung ein kleines Video, und ich bitte heraus die beiden aussichtsreichsten Österreicherinnen Katharina Zipser und Eva Wutti. Ja, wir haben hier auf den Bildern sowohl die Nancy Kiprop gesehen, wie auch die Katharina Zipser, wie sie freudestrahlend vor einem Jahr beim Vienna City Marathon als beste Österreicherin ins Ziel gelaufen ist. 11. Platz war das damals, 2:47:23. Was sind deine Erinnerungen ans Vorjahr und warum startest du wieder in Wien? Ja, vielen Dank, dass ich die Gelegenheit habe, da in Wien zu laufen. Für mich war gleich letztes Jahr im Ziel klar, wenn ich noch einmal hier laufen darf, wenn ich die Gelegenheit bekomme, Wien, da möchte dabei sein, 35. Auflage, noch einmal was ganz Besonderes. Und für mich war letztes Jahr einfach der Marathon hier in Wien so großartig, sportlich mein schönstes Erlebnis meiner läuferischen Karriere. Und von daher bin ich froh und glücklich, dass ich da sein darf, und freue mich sehr auf Sonntag. Das Lächeln, das Sie angesprochen haben, auf das wurde ich nicht nur im Ziel angesprochen vom Moderator, sondern auch noch Monate danach. Und ja, ich kann mich lebhaft daran erinnern, wie dieses Lächeln auch beim Gesicht zustande gekommen ist, und es war wirklich wunderschön. Werden wir es am Sonntag wieder erleben? Auf jeden Fall, wenn es mir gut geht, und ich hoffe, ich bin sehr davon überzeugt, dass ich ein schönes, gutes Rennen abliefern kann, und habe gut trainiert, bin gut vorbereitet, ich freue mich sehr drauf, und Wien wird eine tolle Kulisse sein, von daher glaube ich und bin davon überzeugt, dass ich auch da wieder lächeln werde. Ja, du hast deine Vorbereitung angesprochen. Im tiefen Tiroler Winter hast du sie absolviert. Du hast mir auch eine Zahl genannt an Trainingskilometern, die du zurückgelegt hast. Wie ist es dir in den letzten Monaten ergangen? Ich habe mit der Vorbereitung für den Wien-Marathon, nachdem ich an meinem Geburtstag in Florenz noch am 26. November Marathon gelaufen bin, am 1. Jänner begonnen. Bin seit 1. Jänner knapp über 2000 Kilometer gelaufen, was für mich doch relativ viel ist. Ich bin keine Profisportlerin, ich arbeite Vollzeit. Ich arbeite an der Universität Innsbruck, bin dort Assistenzprofessorin, und für mich ist es wirklich eine Herausforderung, auch dieses Training neben der Arbeit unterzubringen. Wie kann man sich vorstellen, zu welchen Tageszeiten läufst du, oder kommt ein Großteil des Trainings am Wochenende zustande? Wie organisierst du das? Der absolute Großteil vom Training findet natürlich am Wochenende statt, also 60% mache ich am Wochenende, kann man sagen. Ich trainiere 10 Einheiten in der Woche, vor der Arbeit, nach der Arbeit. Einen Pausetag habe ich montags, da kommt dann Haushalt und dergleichen nicht zu kurz. Und ansonsten, wie gesagt, zweimal in der Früh in der Halle vor der Arbeit, viermal nach der Arbeit auf Nacht. Wenn es unter Umständen schon dunkel ist, deshalb habe ich auch einiges am Laufband trainiert, nicht nur wegen der Kälte, sondern auch wegen der Dunkelheit. Und am Wochenende trainiere ich dann viermal, also so 80 Kilometer werden es dann schon am Wochenende. Du hast erwähnt, dass du an der Uni Innsbruck als Linguistin tätig bist. Wie lässt sich das mit dem Sport verbinden, auch allgemein gesehen? Gibt es da Parallelen dazu, oder ist das Laufen das völlige Gegenstück für dich zum Wissenschaftsbetrieb? Es gibt einige Gemeinsamkeiten und große Unterschiede. Ich bin ein sehr zielstrebiger Mensch, und wenn ich etwas möchte, dann setze ich auch alles daran, um Ziele zu erreichen, um mir Wünsche und Träume für mich wahr werden zu lassen.
Das habe ich sowohl im Beruflichen gezeigt bisher und das, glaube ich, zeige ich auch im Sportlichen. Von daher gibt es Gemeinsamkeiten. Natürlich ist es so, dass ich in der Arbeit einen Schreibtischberuf habe in erster Linie. Dort sitze ich also und bin sozusagen körperlich ruhig, geistig aktiv. Umgekehrt beim Sport, dort bin ich geistig ruhig und körperlich aktiv. Und so ergänzt sich das Ganze vielleicht ziemlich gut. Ja, Geist und Körper müssen zusammenspielen. Natürlich auch beim Marathon am Sonntag. Mit welcher Zielsetzung gehst du ins Rennen? Wie schon gesagt, ich habe sehr gut trainiert. Ich freue mich sehr auf dieses Rennen. Ich freue mich sehr auf den Start am Sonntag um 9 Uhr. Ich möchte auf jeden Fall ein konstantes Rennen laufen. Ich möchte ein Rennen laufen, bei dem ich vor allem Freude habe, mir selbst zeige, dass es wert ist, hier zu sein und dass Marathonlaufen etwas Wunderschönes ist. Ich möchte auch gerne dem Veranstalter zeigen, dass es eine gute Idee war, dass ich auch heuer wieder hier sein darf. Ich möchte meinem Trainer zeigen, dass ich gut vorbereitet worden bin. Und das ist für mich das Wichtigste, mit einem Lächeln und Freude zu laufen. Daneben natürlich, wenn einem das gelingt, wenn man schön ein gutes Rennen zeigen kann, wird auch eine schöne Zeit am Ende dastehen und über die würde ich mich besonders freuen natürlich. Ja, wir sind überzeugt, dass es eine gute Idee war, dass du wieder am Start stehst. Danke. Eva Wutti, du bist vierfache Ironman-Siegerin, hast sehr viel Erfahrung mit Langstreckenbewerben, mit Ausdauerbewerben. Dennoch ist es dein erster Marathon, den du bestreiten wirst am Sonntag. Das war auch eine Ankündigung, die sehr viel Interesse auf sich gezogen hat. Wie geht es dir jetzt in der Situation, als Triathletin vor dem ersten Marathon zu stehen? Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ja, ich bin schon ziemlich nervös. Ich freue mich riesig, dass ich hier am Sonntag mit so vielen schnellen Damen zusammen an der Startlinie stehen darf. Zeiten um die 2:23 sind schon genannt worden, also erstmal ein riesiger Respekt vor all diesen Leistungen. Ja, aber auf der anderen Seite bin ich auch ziemlich gelassen, weil ich ja nicht weiß, was auf mich zukommt. Eine gute Mischung aus Nervosität und Gelassenheit, würde ich sagen. Wie ist die Entscheidung zustande gekommen? Was waren die Motive für dich zu sagen, ich versuche einen Marathon? Vor 2 Jahren im August wurde meine Tochter geboren und danach wollte ich schnellstmöglich wieder zurück zum Triathlon. Aber leider ist meine Form nicht so schnell wieder zurückgekommen, wie ich mir das erhofft hatte. Und speziell beim Radfahren hatte ich große Probleme und ja, es ging einfach nicht. Das Einzige, was mir Spaß gemacht hatte, war das Laufen. Und weil ich schon vor Jahren den Wunsch hatte, hier irgendwann mal am Start zu stehen, hat sich das für dieses Jahr hier sehr gut ergeben. Du hast ja als Jugendliche Mittelstreckenlauf trainiert und auch Wettkämpfe absolviert. Kommst sozusagen in gewisser Weise auch mit den sportlichen Anfängen aus der Laufszene. Wie hast du den Vienna City Marathon in der Vergangenheit verfolgt und gesehen? Mit großem Interesse natürlich. Die Atmosphäre, die hier herrscht, die wollte ich selbst mal erleben. Nicht nur als Zuschauer, sondern auch als Athletin. Und ja, dass ich dieses Jahr hier am Start stehen darf, darauf freue ich mich schon riesig. Ja, gibt es nichts weiteres zu sagen. Sehr viele freuen sich darauf und sind gespannt. Wir haben auch über das Training von der Katharina gehört, seit 1. Jänner 2000 Kilometer gelaufen. Kannst du schildern, wie deine Vorbereitung gelaufen ist? Du kommst ja vom Triathlon, bist du weiterhin geschwommen, Rad gefahren, hast du alles auf die Karte Laufen gesetzt? Wie hast du das gestaltet? Also meine Saison ist definitiv auf Triathlon ausgerichtet. Wir haben versucht, in den letzten 2 Wochen das Lauftraining in den Vordergrund zu stellen. Also ich bin die letzten 2 Wochen nur gelaufen, einfach auch um diese muskuläre Ermüdung, die sich im Marathon zeigen wird, auch mal zu spüren. Und damit ich eben auch auf diese muskuläre Ermüdung vorbereitet bin, die spürt man nämlich nicht in einem Triathlon. Und ja, also grundsätzlich war das Training auf Triathlon ausgerichtet. Von daher habe ich auch nicht so viele Laufkilometer in den Beinen wie alle anderen hier am Sonntag, nehme ich an. Das alles hier soll für mich ein schöner Ausflug werden, auch ein Ausflug mit einem hochgesetzten Ziel. Meine Wunschzeit wäre natürlich die
EM-Qualifikation zu schaffen. Das ist ein sehr motiviertes Ziel, aber ich werde mein Bestes versuchen, um das am Sonntag umsetzen zu können. Also die EM-Qualifikation wird heißen, eine Zeit von 2 Stunden 37 oder darunter, 2:37:00. Vielleicht noch ganz kurz zu deinem Background. Du stammst aus Kärnten, hast du in Wien studiert, bist dann in den Süden gezogen. Kannst du schildern, wo hast du gelebt, wo lebst du jetzt, wo hast du deine Vorbereitung absolviert? Also bis vor letztem Jahr haben wir hauptsächlich in der Nähe von Barcelona gewohnt, in Spanien. Letztes Jahr im Oktober hat mein Partner eine Arbeit in Jordanien, in Amman angenommen. Deswegen habe ich auch einen Großteil der Vorbereitung in Jordanien, in Amman absolviert. Und ja, im Moment pendeln wir so ein bisschen zwischen Jordanien und Österreich. Und ja, die letzten 2 Wochen haben wir in Thailand verbracht, einfach um ein bisschen auch die Laufstrecken zu ändern, weil es in Jordanien doch ein bisschen eintönig ist. Ja, eine sehr international ausgerichtete Athletin und Vorbereitung. Auch die klimatischen Bedingungen hast du vielleicht auch vorweggenommen, wie wir sie am Sonntag erleben werden. Ja, gibt es Fragen an die Katharina Zipser, die Eva Wutti? Komm hier mit dem Mikro her, oder? Volkmann, bitte. Gleich ganz kurz nur zu Thailand. Wo warst du in Thailand? Wo wart ihr in Thailand? Also wir sind im Prinzip so ein bisschen durch Thailand gereist. Wir waren 4 Tage in Bangkok und dann ging es in den Süden. Auch 5 Tage in Phuket, Krabi. Ja, so touristisch und sportlich haben wir uns da ein bisschen was gegönnt. Birgit Degatter, bitte. Eva, du hast gesagt, es soll ein schöner Ausflug werden. Das heißt, die Zukunft liegt nach wie vor im Triathlon-Ironman-Bereich oder was sind die Pläne für heuer danach noch? Also ich werde dieses Jahr auf jeden Fall den Triathlon noch vorwiegend ausüben. Ob ich danach eventuell versuchen werde, mich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren, das lasse ich mir noch offen. Aber wenn du dich qualifizierst für die Europameisterschaft, kann der Triathlon eigentlich nicht einfach so nebenher gehen. Also ich möchte mir die Option offen lassen, bei der EM eventuell zu starten. Ob ich dann tatsächlich dort an den Start gehen würde, das hängt von anderen Faktoren ab. Also auch, ob ich mich jetzt für die EM in Hawaii, Ironman Hawaii qualifizieren würde, das würde ich dann alles entsprechend zeitnah entscheiden. Eine Frage noch von René van Zee, bitte. Triathlon ist ein sehr intensiver Trainingssport. Wie geht das zusammen? So viel Reisen hin und her, da verlierst du sehr viel Zeit. Wie kommst du dann doch gut aus? Mein Trainer, der hat die Ansicht, dass weniger Trainingsstunden mehr sind. Also ich trainiere jetzt im Verhältnis zu anderen Triathleten relativ wenig. Ich trainiere im Schnitt 22 bis 24 Stunden die Woche, was nicht so viel ist im Vergleich andere Athleten, die trainieren um die 30, 35 Stunden. Ja, wir trainieren hauptsächlich deswegen weniger, um Verletzungen zu vermeiden, um auch gesund zu bleiben und weil die Vergangenheit bei mir gezeigt hat, dass ich doch sehr schnell kränke, wenn ich zu viel Stunden trainiere. Gut, vielen Dank an die Kollegen, vielen Dank an Eva Wutti, Katharina Zipser. Wir haben insgesamt 6 verschiedene Läuferinnen präsentiert, ihre Zugänge, ihre unterschiedlichen, ihre Vorbereitungen und Ziele. Ich wünsche allen das Beste fürs Kommen. Und danke, Caroline Zobernick, an die ich jetzt zurück übergebe.
Eine sehr informative Pressekonferenz auch heute wieder mit den Damen. Wenn Sie den Eliteläuferinnen und Eliteläufern vom Sofa aus zuschauen möchten, dann tun Sie das am besten ab 8.30 Uhr am Sonntag bei uns auf ORF 1. Da beginnt ein langer Marathontag, der zuerst auf ORF 1 beginnt und dann auf ORF Sport Plus weitergeführt wird. Wenn Sie heute noch nicht genug haben von Live-Sport-Übertragungen, dann kann ich Ihnen 14 Uhr wärmstens empfehlen. Die Tour of the Alps geht heute von Rattenberg nach Innsbruck und auch da sind wir wieder live dabei. Ich wünsche Ihnen einen schönen Freitag. Ja, danke.